Juchre, das Böse begrüßt euch zurück hier bei Heidi, das Spiel zum Film. Ja, im letzten Part haben wir aufregendes erlebt, Mensch. Wir waren Krankenschwester, haben den Peter verarztet, sind aus diesem Stollen, aus dieser Höhle da, wie auch immer, entkommen, haben tatsächlich einen Weg nach draußen gefunden, aber unsere dumme Töle haben wir immer noch nicht gefunden, aber wir haben ja mit unseren, was weiß ich, was für geilen Ohren, ja, wirklich feststellen können, dass unser Köter sich beim Bergsee befindet. Ja, und da werde ich mich dann jetzt mal hinbegeben. Einfach, weil ich ja sofort weiß, wo wir da lang gehen müssen. Gar kein Problem. Warum auch? Bergsee. Da unten. Jetzt muss ich erstmal... Ich gehe hier hinten einmal rum. Ist, glaube ich, einfacher. Wenn ich hier jetzt diesen üblichen Weg gehe, den ich sonst immer zurücklatsche zur Alm, mag ich lieber über die Brücke zu gehen. Dann weiß ich wenigstens, wo ich halb, also halbwegs zumindest, wo ich lang muss. Kommt, glaube ich, besser, als wenn ich da jetzt erst wieder jahrelang den Weg suche. Das nervt nicht nur euch, sondern auch mich. Och, geh weg. Du nervst. Hässliches Gedöns. Und du auch. Ja, aber es scheint wirklich so, dass die Gegnerfrequenz hier tatsächlich auch ansteigt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nach links. Oder geradeaus. Hier lang. Okay, dann gehen wir hier gerade... Sei doch mal still. Gehen wir geradeaus. Ja, also der Weg ist sowieso noch relativ weit. Fallen uns wieder Felsen entgegen. Oh, hier ist wieder so eine Felsenpassage. Wunderschön. Tja, ja. Diese Felsen möchten ganz liebevoll meinen Kopf streicheln. Sodass die Haarfarbe sich ein bisschen ins Rötliche tönt. Nein, wir wollen jetzt hier mal nicht so böse sein. Auch wenn das Spiel das eigentlich verdient hätte. Aber ja, egal. Wir gehen hier weiter nach links. Immer noch der Hundehaufen hier am Baum hängend. Ja, wunderschön ist der neue Christbaumschmuck. Finde ich super. Ist innovativ, ist mal was anderes. Ist nicht immer so langweilig, ne? Weihnachtsbaum. Ich finde es auch irgendwie total klasse, jetzt im Mai von Weihnachtsbäumen zu reden. Ich meine, hallo, wir sind in der Vorweihnachtszeit. Man kann das gar nicht früh genug planen. So. Nach... Ja, eigentlich ist es egal, aber ich würde fast sagen, rechts sind wir besser aufgehoben. Oder? Zum Bergsee. Ja, komm, latschen wir hier lang. An diesem phallusartigen Gewächs vorbei. Hören wieder Kuhglocken, hätte ich fast gesagt. Sehen diese wunderschönen Bäume, diese super tollen Felsen. Diese Büsche, diese Höhlen. Diese wundertollen Gegner. Oh, und eine eckige Höhle, die wir jetzt betreten können. Die innen aussieht wie ein Daumenverschluss. Wow. Zu gut. Wirklich zu gut. Muss ja eigentlich nur geradeaus latschen, wa? Oder? Ja, ich gehe jetzt hier geradeaus. Geh weg. Aua! Gut. Ihr könnt die Töle graben. Da ich die aber derzeit noch nicht in der Tasche habe, ist das ein bisschen doof. Aber es ist auch zu schade, dass sie die Musik hier nicht mal ein bisschen angepasst haben. Dass das wirklich immer ein und dasselbe Lied ist. Ist schon ein bisschen blöd. Da hätten sie wirklich ganz ehrlich mehr draus machen können. Aber ich habe ja schon so oft gesagt, ein ausführliches Fazit gibt es natürlich wie immer erst am Ende des Projektes. Ich bin derzeit im Übrigen am Überlegen, was ich im Anschluss an dieses Projekt mache. Dessen bin ich mir aktuell noch nicht so hundertprozentig sicher. Also da gibt es noch so, ja, so leichte Überlegungsschwierigkeiten. Also ich habe mich da absolut noch nicht festgelegt, in keinster Weise. Ich weiß eben nicht, ob es günstig ist, noch ein Trash-Projekt direkt hinterher zu schießen, weil eigentlich sind Trash-Projekte ja nur mal so für zwischendurch gedacht und jetzt nichts, was dauerhaft präsent auf meinem Kanal sein sollte. Und ansonsten, ja, was könnte ich noch machen? RPG läuft ja im Moment noch, also wäre ich eher dafür, ein anderes Genre zu bedienen dann. Aber da bin ich mir aktuell noch nicht so sicher, muss ich sagen. Das ist im Moment...
Alles noch vollkommen unsicher und noch nicht spruchreif. Da hinten ist das da unten die Töle? Ja. Das da unten ist die Töle. Komm ich da einfach so hin? Komme ich oder komme ich nicht? Ich springe jetzt einfach hinten runter. Kann ich nicht! What? Wie komme ich denn da lang? Da hinten? Moment. Achso, ich muss hier oben quasi gar nicht lang. Ich kann über irgendwie da hinten lang latschen. Na, da muss ich jetzt erstmal gucken, welchen Weg wir da jetzt am besten nehmen können. Wir haben diese dumme Dreckstöhle schon gefunden. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Wir wissen also, wohin unser Weg sich letztlich erstrecken wird. Okay. Ich stehe bis zur Hüfte im Wasser. Kein Problem. Gar kein Thema. Stehen wir total drauf. Ist vollkommen normal. Wie kommen wir jetzt hier irgendwo? Ah, hier oben kommen wir vielleicht höher. Kann das sein, dass wir hier dann ein wenig eher die Chance haben, irgendwie dahin zu kommen, wo wir hin wollen? Boah, jetzt hab dich nicht so, Mensch. Genau. Da will ich nicht hin. Kann ich hier rüber hüpfen? Wenn ja, komme ich da von da irgendwie weiter? Okay, Frage beantwortet. Nein, sie ist zu dumm. Wäre auch zu einfach, da einfach mal so ganz gechillt rüber zu jumpen. Warum auch? Wie war das nur mit deinen Superheldenfähigkeiten? Lächerlich. Aber meines Wissens nach bin ich hier schon mal rübergehüpft, oder nicht? Oder erinnere ich mich da jetzt falsch? Aua. Alter, nu jammer mal nicht rum. Sammeln hier diese Steinblumen auf und ab geht's. Es muss doch irgendwie Möglichkeit geben, da jetzt weiterzukommen. Ich will immer in unsere Dreckshöhle retten und dann... Ich frage mich allerdings im Moment, was es bis jetzt mit Willkommen Clara zu tun hat. Mir ist klar, dass sie vermutlich am Ende des Levels dann zum Bestandteil wird. Aber warum muss ich dann den ganzen Abschnitt so nennen? Wenn sie eigentlich ja nur im Moment noch gar nicht da sein braucht. Nee, also von hier komme ich definitiv nirgendwo lang, außer halt dahin, aber das bringt mir mal rein gar nichts. Sag mal still, aber von da komme ich vielleicht weiter. Ja, dann probieren wir das doch mal so. Gehe ich mal hier hinten rüber. Vielleicht komme ich so ja eher dahin, wo ich hin will. Zum Objekt meiner Begierde. Um Gottes Willen. Das klingt jetzt bestimmt ein bisschen falsch. Aber, macht nichts. Hier kann ich jetzt jedenfalls über einen Baumstumpf klettern, Baumstamm klettern. Frage ist nur, bringt mir das was? Wo muss ich effektiv hin? Also Fakt ist, hier hinten ist einmal Edelweiß. Das ist auch schön und gut. Aber das ist auch immer noch nicht das, was ich brauche. Hier unten ist der Hund. Kann ich hier nicht einfach rüberhüpfen? Natürlich. Es muss doch eine Möglichkeit geben, hier jetzt aber mal hinzukommen. Kommt man hier an der Seite jetzt irgendwo runter vielleicht? Ja, hier. Oh, ich habe diesen Weg übersehen. Gut, dann brauche ich hier gar nicht über irgendwelche Bäume latschen. Dann kann ich hier wirklich diesen doch recht einfach gehaltenen Weg runterlatschen. Gar kein Thema. Können unsere Töle endlich wieder in die Tasche stecken. Feuerholz! Das ist nicht die Töle. Wie jetzt? Wie müssen wir denn dann da laufen? Ich dachte, das ist jetzt hier die Töle. Das sah aus wie die Töle von oben. Das ist zu tief, da kann sie nicht rein. Wasserwiderstand kennt sie trotzdem keinen. Toll, für Feuerholz habe ich jetzt ernsthaft diesen Umweg gemacht. Ist nicht euer Ernst. Ist immer noch die ultimative Frage. Wie kommen wir dann hier weiter? Müssen wir jetzt dann den Weg über den Gletscher gehen? Oder wie kann ich mir das jetzt hier vorstellen? Es ergibt im Moment irgendwie überhaupt gar keinen Sinn.
Na gut, ich bin Heidi, was erwartet man? Aber trotzdem. Irgendwie ist das gerade sowas von too much input, das ist der Hammer. Woher kommt eigentlich dieses Geräusch? Ist das vom Wasserfall? Warum ist das immer so plötzlich weg und kommt so plötzlich wieder? Müsste das nicht allmählich anfangen und aufhören? Moment. Ja, wir gehen hier einfach mal wieder zurück. Da, wo ich quasi schon einmal war. Und das dann für die Töle gehalten habe. Ich schlaues Kind. Naja, man sollte ein bisschen genauer gucken. Ich meine, so ein Hund kann sich durchaus schon mal mit einem Stück Holz verwechseln. Also das ist gar kein Problem. Mir passiert es auch ständig, dass ich irgendwie mit einer Heftklammer verwechselt werde. Obwohl ich mich frage, warum die Töle denn nicht einfach herkommen, wenn sie schon uns gehört hat. Angeblich. Vor allem wir dann auch das Biest hören. So, okay, wir scheinen jetzt auf dem richtigen Weg zu sein. Endlich mal nach Stunden gefühlt. So, okay, hier ist ein Wasserfall, der für die Heidi-Verhältnisse ganz gut aussieht. Ich weiß aber immer noch nicht so recht, wie wir dann hier weiterkommen wollen. Es ergibt irgendwie alles nur bedingt Sinn. Da komme ich ja so nicht weiter. Das ist ja das Ding. Natürlich. Man kommt hier jetzt natürlich. Ja, klar. Selbstverständlich. Ja, gar kein Problem. Und hier drin wartete unser Hund natürlich auf uns. Ist sicher. Ist total Na, du logisch. bist mir ja einer. Einfach wegzulaufen. Jetzt gehen wir aber nach Hause. Hallo. Jetzt muss ich die erstmal mit Aufmerksamkeit versorgen, hä? Hey, kleiner Ausreißer! Warum kommst du denn nicht? Was hast du? Was ist da unten im Tal? Die Eisenbahn! Was ist damit? Clara! Ja, meinst du wirklich, dass Clara kommt? Dann müssen wir gleich zum Bahnhof und nachsehen, ob sie wirklich auf der Passagierliste steht. Hä? Was? Hat sie sich nicht vorher irgendwie angemeldet oder so? Macht man das nicht so, wenn man irgendwo zu Besuch fährt? Das ist wahrscheinlich zu einfach. Ich denke da wahrscheinlich, ich gehe da wahrscheinlich wieder zu rational ran, so wie ich das als normal denkender Mensch wirklich tun würde. Ich weiß, es ist schwer, sich vorzustellen, dass ich ein normal denkender Mensch sein soll. Naja, aber ist ja so. Ich meine, hallo, wenn ich irgendwo zu Besuch fahre, gerade mit Zug und so. Ich fahre doch nicht auf gut Glück los und denke mir dann, ach ja, mich muss irgendwer vom Bahnhof abholen und mir den Arsch abwischen, weil ich das alleine nicht kann. Hallo, guten Morgen. Muss er ernsthaft dann jetzt zum Dörfli latschen? Okay. Wieder aufpassen, dass die Töli mir nicht wegrennt. Boah, Mensch, du dummer Köder, da könntest du nicht mal ein bisschen schneller laufen. Normal verlaufen die Hunde mal entweder direkt neben oder vor einem. Oder nicht hier Kilometer dahinter. Ich meine, gut, ich kann es verstehen, dass du nicht mit mir in Verbindung gebracht werden möchtest. Aber hey, du hast leider die Arschkarte gezogen. Du gehörst in dieses Spiel. Also musst du jetzt auch das tun, was die Heidi will. So leid mir das tut für dich, mein lieber kleiner Hund. Du siehst da ganz schnucklig aus. Kannst da ja nichts für, aber. Darauf kann ich jetzt hier leider keine Rücksicht nehmen. So leid mir das tut, da musst du durch. Ich muss ja auch durch dieses Kapitel durch, um das Spiel irgendwann mal abzuschließen. Ich habe, by the way, keine Ahnung, ob das dann der letzte Abschnitt ist oder ob danach noch irgendwie ein Kapitel kommt oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin da jetzt total überfragt in der Hinsicht. Ja, aber die Richtung scheint richtig zu sein. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Oh Mann. Na, was findest du hier, mein Freund? Eine Schatztruhe natürlich und? Wenn Heidis Hund einmal groß ist, wird er ein guter Rettungshund. Er kann jetzt schon für Heidi Hindernisse aus dem Weg räumen. Hä? Was? Ernsthaft? Gut, kann man jetzt von halten, was man will. Moment. So, jetzt gehen wir erstmal hier kurz hoch. Ich habe nämlich keinen Plan.
Ist sogar richtig, würde ich mal behaupten. Töle? Ah, da ist er ja. Alfie. Ich hätte mir lieber einen geileren Namen gegeben, aber nein, die Option gab es ja leider nicht. Man konnte nur zwischen diesen bekloppten Namen da wählen. Ist ja wohl nicht euer Ernst, oder was? Ich hätte auch unten rumgehen können. Naja, egal. So genießen wir das Spiel noch ein bisschen länger und ziehen es noch künstlich mehr in die Länge. Ist das nicht schön? Ist es nicht schön? In der Zeit, in der ich das hier spiele, hättet ihr schon 5000 Kinder gemacht haben können, 3000 Romane schreiben. Und was weiß ich nicht, was all. Aber nein, ihr verschwendet eure Zeit damit, diesen wundervollen Kommentar von mir anzuhören und dieses wunderschöne Spiel zu betrachten. Und eure Begierde zu unterdrücken, das selbst zu zocken. Ihr seid, ich kann das vollends nachvollziehen, auf jeden Fall. Wenn ich das Spiel nicht schon hätte, würde ich es mir auch kaufen wollen. Spätestens nach einem Let's Play dieser Klasse. Ja, ja, ich weiß. Dieses Let's Play ist ein Let's Play erster Güte. Ja, ja. Ist nicht übertrieben oder so, um Gottes Willen. Ich bin völlig bescheiden. Immerhin gebe ich mich einfach nur mit dem Besten zufrieden. Ist gar kein Akt. Nee, Quatsch, aber... Sollte das einfach eine Drohung sein, dass das Spiel noch weitergeht? Danach, wenn Clara denn da ist? Habe ich das wirklich verdient, so viel Grausamkeit? Naja, mal gucken. Hast's mal bald jetzt. Dankeschön. Irgendwie sieht die Frisur von Heidi aus wie ein Arsch, oder? Mal gucken, so oben sieht das schon so ein bisschen aus wie so eine Kimme, oder? Seht ihr das nicht auch so? Oder habe ich jetzt irgendwie Knick in der Optik? Ich meine, das kann ja sein. Oder, wenn man auch noch die Seite so ein bisschen... Dann sieht das aus wie so ein Frosch. Oder so im Absprung. Oder guckt einen direkt an. Ein Uhu oder so. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr in der Frisur von Heidi seht. Ist jetzt mal etwas, was mich durchaus interessieren würde. Ich meine, man muss sich ja auch wirklich mal auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren. Und da gehört sowas durchaus dazu. Ne, muss man sich ja ganz klar mal vor Augen führen. Bringt ja nichts, wenn man immer drum rumredet und immer versucht, es vor sich herzuschieben. Das ist ja nur auch nicht gut. Wir müssen da ja nur einfach mal realistisch sein und wirklich mal der Wahrheit ins Auge blicken. Sei still. Und da müssen wir uns tatsächlich auch mal um sowas kümmern. Das ist wirklich wichtig. Kann ja nicht sein, dass das hier untergeht, nicht wahr?